Cat and Camel, wir gehen rein in den Vierfüßler. Ich starte die Bewegung meistens aus der Hüfte raus. Das heißt, ich kippe mein Becken nach vorne, hinten geht zur Decke hoch, Wirbel für Wirbel hoch. Kopf mitnehmen in die Streckung, Gegenrichtung ganz gleich, Kopf geht in die Beugung. Brustwirbelsäule, Wirbel für Wirbel, runter bis in die Lendenwirbelsäule und Becken rund machen. Und dann gehen wir wieder in die Gegenrichtung. Übers Becken einleiten, Becken nach vor kippen, Wirbel für Wirbel nach oben gehen. Ganz langsam, kontrolliert, bis wir in der Streckung angelangt sind.